Ja, hallo Leute, ich wollte euch heute mal das neue Ganso vorstellen. Und zwar handelt es sich hier um das Ganso G733 CF. CF steht für Carbon Fiber, ist aber kein echtes, ist nur auflaminiert. G10 mit Carbonauflage, wie man es hier sieht. Ja, ist heute gekommen, frisch, ist noch nagelneu. Muss ich noch ein bisschen einspielen. Also ich finde es vom Designtechnischen her sind gewisse Ähnlichkeiten mit einem anderen Messer, aber ja, Axis Lock wieder verbaut. Was ich cool finde, was ich richtig gut finde, wir haben hier die Schrauben und die Pins. Das ist zwar Alu, gehe ich mal von aus, oder Stahl, auf definitiv kein Titanium, dafür wäre das viel zu günstig, das Messer. Aber ist blau anodisiert. Wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nur aufgesprüht oder so, keine Ahnung. Und durch Hitze halt anodisiert. Richtig geil gelungen, finde ich das Ganze. Auch die Klingenform. Kommt Rasiermesser scharf out the box. Also, ich habe es getestet. Die Armhaare fliegen. Klingenform finde ich super cool gemacht. Wir haben hier noch eine künstliche Fehlschneide hier, eine Swatch angebracht. Ansonsten ist das ein Flachschliff, der circa bis hier oben hochgezogen worden ist. Wir haben einen Backspacer verbaut, kannte ich so auch noch nicht von Ganso. Ich glaube, das 720er, das SR1 Fake Modell, das hatte auch einen Backspacer. Das hier jetzt auch. Verbaut ist hier wieder der 440C. Na, Fokus, machst du heute mit? Na, kommt er jetzt? Ja, 440C. Und jetzt kommt der Clou dabei. Hier steht noch ein Branding drauf, Firebird. Ich weiß nicht, ob das der neue Designer von Ganso ist, keine Ahnung. Aber jetzt kommt auch noch der Clou an der ganzen Geschichte. Auf der Klinge steht 753. Ihr seht das selber. Und vermarktet wird das Messer als 7533 und dann CF für Carbon. Gibt es auch in normal G10. Und die normalen G10 Messer von dem Modell haben hier noch Glow in the Dark Streifen mit verbaut im G10. Ob man es braucht, weiß ich nicht. Ja, Karton, wie gesagt, gebrandet ist es. Ich habe auch noch im Internet geguckt. Überall zu finden unter 7533 und auf der Klinge schreiben sie, ups, bin ich gegen die Kamera gekommen, Entschuldigung, auf der Klinge schreiben sie 753, also ob das ein Fehler von deren Seite ist, keine Ahnung, aber das tut der Sache auch keinen Abbruch. Wir haben hier einen Clip, auch mit den anodisierten Schrauben, finde ich echt cool gemacht. Und das sind ganz normale Torx, auch wenn es so aussieht, als wenn es eine Spezialschraube wäre. Sind ganz normale Torx. T8 habe ich schon ausprobiert. Und die kleineren hier, das sind T6. Hier hinten. Ja, die Ganso geht jetzt sogar bei. Ihr könnt das hier so, glaube ich, ganz gut sehen. Das war wohl mehr Zufall wie alles andere. Die skelettieren die Platinen jetzt. Gewichtsersparnis. Finde ich ganz cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde, die machen sich so langsam mit Backspacer, anodisierten Schrauben, Pins. Also, na, da kann man schon so langsam sagen, irgendwie hier, Jungs, ihr macht was aus euren Sachen. Gut, genug gelabert, ich gehe mal zu den technischen Daten drüber. Ich habe jetzt hier nur einen Zollstock, im Internet hatte ich nichts gefunden an den Daten her. Eine Gesamtlänge von 21 cm. Eine Klingenlänge insgesamt. Es sind nur ungefähre Angaben, bitte nehmt das nicht hundertprozentig. Klinge 9,5 und effektive Schneide würde ich sagen, liegen hier wir bei 8,9 circa oder 9 cm effektive Schneide. Ja, Gesamtlänge habe ich euch durchgegeben. Klingenstahl, anodisierten Schrauben, Axis Lock, Gewicht noch, genau, wollte ich auch noch mal kurz machen. Kleinen Moment, ich
mache das mal hier ein bisschen zur Seite. Küchenwaage, die gute. Schauen wir mal, was das Ding aus Gewicht macht, technisch macht. Kann man sehen. 128. Also ist auf jeden Fall ja, tauglich, würde ich sagen. Rasurmesser scharf. Ich will euch nochmal die Klingenzentrierung zeigen hier. Also, ich würde sagen, die steht 100%. Das ist echt nicht verkehrt, das Teil. Achso, Beschichtung hier haben wir. Ihr kennt das, glaube ich, vom, wer das Kershaw Cryo besitzt, der weiß, was gemeint ist. Das ist so eine Art Titan-Grau-Beschichtung. Titan wird es bestimmt nicht sein bei dem Preis, aber naja, es soll so halt dieses Titan-Grau darstellen. Und hier nochmal die Klinge. Also ich finde von der Form her, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber ich finde diese Form echt sexy. Hat was, definitiv. Ja, ansonsten glaube ich, bin ich durch. Pocket Clip, beidseitig umsetzbar. Wir haben eine fette Lanyard-Öse, die eher länglich gezogen ist. Na, hier könnt ihr das ganz gut sehen. Also da kriegt ihr bestimmt auch 3 oder 4 55er Paracord durch. Ja, gut, Maße haben wir durch. Das war's auch, glaube ich, von meiner Seite aus schon. Wenn ihr Fragen habt, haut das in die Kommentare. Ich finde das Ding sehr gelungen von Ganso, muss ich ganz ehrlich sagen. Die machen sich. Und für den Preis, ich lass mich lügen, 17 Dollar. Ja, shipped, ne? Also versandfrei, 17 Dollar, also umgerechnet 16 Euro, circa so um den Dreh, ja, also es ist echt ganz cool, das Teil. Gut, alles klar, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wenn ihr Bock habt, bis zum nächsten Mal, über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und wenn ihr auch ein Abo da lasst, wäre auch nicht verkehrt. Aber wie gesagt, nur wenn ihr wollt. Könnt auch gerne ein Dislike geben, dass ich hier China-Produkte vorstelle oder was. Ich habe auch noch andere Messer, die sind hochwertiger. Aber für den Preis finde ich es absolut top. Also von daher. Naja, egal. Gut, ich laber schon wieder zu viel. Dann wünsche ich euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.